Podcast. Gude, Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast. Adler Podcast Investigation Folge 4. Schwerpunkt heute VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen und wir stellen Vergleiche an mit Einnahmen, Ausgaben und so weiter und so fort, auch mit anderen Vereinen, zum Beispiel dem FC Bayern München oder unserer Frankfurter Eintracht. Und nun viel Spaß beim Hören. Herr Frank hat wieder gekramt. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Entschuldigung, Frank. Da war ja gar kein Text drin. Nein, der Text kommt noch. Aber du hast wenigstens Musik. Also unser Frank ermittelt. Ja, genau. Inspector Gadget. Inspector Frank. Wir rufen ins Studio Weiterstadt und bitten um die nächsten. Das einzig Blöde ist, ich komme hier eher vor wie Frank Drebin aus Die nackte Kanone, aber okay. Wollen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Schalke vielleicht hinschauen? Recht interessante Entwicklungen. Der Herr Tönjes hat, nachdem er unseren Podcast gehört hat, gemeint, okay, die haben recht, ich gehe. Das ist die wahre Geschichte. Das habe ich heute gesagt. Adler Podcast also stürzt Tönjes. Ich habe gesagt. Irgend so ein Größenwahnsinniger, den ich nicht nennen will, Puffi, hat irgendwie geschrieben, wir wären schuld dran. Das glaube ich jetzt weniger. Ja, groß denken, Freunde. Nur so kommt man zu was. Ehrlich. Ja. Es heißt aber auch, mit den großen Pinkeln wollen uns beinig heben können, ne? Also, ja, wir können alles beinheben, das passt schon. Gut, jedenfalls, Tönnies hat gemeint, nee, danke, ich geh mal. Dann hat man das noch irgendwie probiert, das so hinzubiegen mit, dass das alles aus freien Stücken quasi ist und man will quasi neue Perspektiven für andere Sachen öffnen und bla, bla, bla. Glaubt natürlich hoffentlich keiner. Und jetzt haben sie natürlich genau das Problem, was wir angesprochen haben mit der Kohle. Gazprom ist gerade mal ein Problem, ja. Das wird ist die Frage. Ich meine, er lebt ja noch, ja. Und er hat erst 19 Jahre, bitte, ja. Ja, und ich meine, er hat... Ja, der wird jetzt vielleicht mal abwarten, bis die Wogen sich ein bisschen glätten und dann gründet er halt eine Firma und dann jubelt er die Kohle halt da rein und dann gründen sie aus und dann investiert die halt und wenn er es gut macht, dann ist es vielleicht so verschachtelt, dass keiner mitkriegt, dass die Kohle von ihm kommt oder er macht es über Strohmänner oder Treuhänder oder was weiß ich was. Also ich traue dem Burgfrieden an der Stelle jetzt noch nicht, auch wenn das ein bisschen verschwörungstheoretisch klingt und so weiter und so fort. Ich glaube einfach nicht, dass jemand mit so einem großen Ego in dieser Form mit der Unterstützung von Würstel-Uli sich einfach so wirklich sang- und klanglos zurückziehen wird. Ich bin da noch skeptisch. Nee, ich lasse mich gern von was anderem überzeugen. I doubt it. Ich glaube, ich sehe es wie du, aber ich glaube, dass er für seinen Konzern und für seine Firma echte Probleme bekommt. Also man hat schon gehört, dass jetzt einige seine nehmen und so weiter. Also ich glaube schon, dass er da fetten Gegenwind bekommt. Dass der jetzt raus ist, glaube ich auch nicht, weil dazu hat er einfach zu viel Macht, zu viel Kohle und steckt ganz, ganz tief drin. Die Menschen lassen sich normalerweise nichts vorschreiben, wenn die so viel Kohle haben, weil die haben in normalen Umständen die Kohle nicht, weil sie die rücksichtsvollsten Menschen überhaupt sind. Ja. Sieht man ja auch an der Art und Weise, wie er mit den Leuten umgeht. Wer war da? Diesmal war ich's. Diesmal bin ich an meinen neuen Mikroarm. Ich bin diese Nähe noch nicht gewohnt, Kids.
bin diese Nähe noch nicht gewohnt. Ich hab mir gedacht, weil der Mule Ups gemacht hat, habe ich gedacht, er war's. Genau. Nee, ja, ich glaube, das war einfach sein Reflex, weil er das sonst immer hat. Er hat sich wahrscheinlich auch zum Drucker runtergebeugt und da war gar nichts. Ja, also das will ich ja nicht ausschließen. Ich muss mich da nicht runterbeugen, der steht auf dem Schreibtisch. Also ich glaube noch nicht, dass Gazprom sofort in Gefahr ist. Die haben ja auch jetzt nur bestehende Verträge, die wirst du dadurch ja nicht los. Und dann wird man erstmal sehen, wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist im rausschiebbaren Stadion von Schalke, wie das da weitergeht. Ja, und das Land NRW will ja auch irgendwie jetzt da für was, 40 Millionen? Bürgen, ja, Bürgen? Genau. Eine schöne Bürgschaft. Ja, aber ist auch geil. Der Tönnies ist dafür verantwortlich, dass alle Schulen und Kitas wieder schließen, dass das Land Nordrhein-Westfalen Probleme hat und den unterstützen sie jetzt wieder vom Land. Saugeil. Heute habe ich ein Interview gelesen, dass auch Hoteliers gegen den wegen des neuerlichen Lockdowns auch klagen und Anzeige erstatten wollen. Das bleibt spannend auf jeden Fall. Die Nummer ist noch nicht ausgestanden. Ja, das so viel zum Update zur Schalke-Folge vom letzten Mal. Aber Frank, du hast ja ganz, ganz komische Sachen schon wieder gefunden. Mit ganz, ganz komischen Summen, wo wir, glaube ich, wieder alle mit den Ohren schlackern werden. Also ich sag's mal so, hat nicht die Spektakularität der letzten drei Folgen, also ich glaube Red Bull, Hoffenheim und Schalke sind da schon extrem outstanding, was das Ganze angeht. Nichtsdestotrotz habe ich mir mal zwei weitere sehr beliebte Vereine genommen. Warum gibt es heute gleich eine Doppelfolge? Das führt mich direkt ins Thema rein. Und zwar geht es um Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen. Beide Vereine ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie ein Traditionsvereine wären in der eigentlichen Richtung. Und meine Recherche diesmal ist auch relativ kalt gebremst worden und dann will ich wenigstens mal darlegen, warum das so ist. Es ist de facto nicht möglich, die Bilanzen von Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen zu bekommen. Warum, werdet ihr fragen? Das Ding ist ganz einfach. Ihre beiden Mütter, nämlich auf der einen Seite Bayer, ja, Monsanto Bayer, und auf der anderen Seite die Ehrenleute aus Wolfsburg von Volkswagen, nehmen beide einen... Sag's doch so unterschwellig. Ich fand, so unterschwellig war das gar nicht. Naja, nehmen beide eine Ausnahmeregelung des Handelsgesetzbuchs in Anspruch, nämlich den Paragraf 264 Absatz 3, der da besagt, dass eine Kapitalgesellschaft, die als Tochterunternehmen in einem Konzernabschluss der Mutter mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU einbezogen ist, die Vorschriften des eigentlichen Paragraphen nicht einhalten muss. Ich lese das jetzt nicht original vor. Also normalerweise ist jede Firma verpflichtet, offenzulegen wirtschaftliche Verhältnisse, also seine Bilanz und seine Ertragslage. Und dieser Paragraph 264.3 eröffnet eben eine Ausnahmeregelung zu sagen, hey, wenn ich eine Konzernbilanz erstelle und das ist eine 100%ige Tochter und ich nehme die da auch komplett mit rein, dann kann ich darauf verzichten, die Einzelbilanz darzulegen. Zu gut Deutsch, der eröffnet in normalen Handelsgesellschaften, und da sieht man dann eben auch schon, was Geisteskind das ist, beide werden behandelt wie eine Tochtergesellschaft, die einen nochmal von einem Autokonzern und die anderen von einem Chemiekonzern. Beide nicht unbedingt in dem Lichte die redlichsten auf dieser Welt zu sein. Und jetzt will ich nicht darüber richten, dass, glaube ich, da gibt es Wirtschaftsexperten, die können das noch viel besser als ich. Aber das Thema ist, die wollen nicht transparent machen, was ihre Töchter da so mit reinwerfen und nehmen deswegen das in Anspruch. Und jetzt kommt ein Punkt. Es gibt zwei Voraussetzungen, und zwar alle Gesellschafter des Tochterunternehmens haben der Befreiung für das jeweilige Geschäftsjahr zugestimmt. Ist relativ einfach, wenn du nur einen Gesellschafter hast, nämlich in dem Fall VW oder Bayer. Und das zweite, das Mutterunternehmen hat sich bereit erklärt, für die vom Tochterunternehmen eingegangenen Verpflichtungen einzustehen.
zu gut cool. Deutsch, die können das intransparent machen, wenn sie für Schulden und Verpflichtungen einstehen und wenn sie selber entschieden haben, ja, das machen wir so. Also nicht allzu schwer. Das heißt, zu gut Deutsch, es gibt tatsächlich, wenn man versucht, diese Zahlen zu bekommen, nur einen lapidaren, kurzen, einfachen Absatz. Ich lese da mal so sinngemäß einen vor, wo dann in der Veröffentlichung drinsteht, Bekanntmachung gemäß 264 Absatz 3, den habe ich euch gerade erklärt. Zum Geschäftsjahr 2019, die Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in Leverkusen macht für die Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH und die Bayer 04 Immobilien GmbH, Stadion in Klammern würde ich mal sagen, bekannt, sämtliche Gesellschafter der Gesellschaft haben jeweils innerhalb des Gesellschaftsjahres Folgendes beschlossen, nimmt für das Geschäftsjahr die Befreiungsvorschriften in Anspruch, Bums. Und genau gleichlautender Text ist bei VfL Wolfsburg Fußball GmbH ebenso hinterlegt. Die haben das noch ein bisschen ausführlicher gemacht, von wegen, es gibt eine lückenlose Einstandspflicht und so weiter. Ne? Also, damit könnt ihr jetzt was anfangen, weil ich habe euch ja einleitend die Worte des Handelsgesetzbuchs erklärt und genau dementsprechend und damit formal juristisch komplett korrekt sind bei beiden Fußballabteilungen diese Vorschriften und diese Ausnahmen in Anspruch genommen worden. Jetzt muss man sagen, die sind beide als Betriebssportmannschaften, wenn man so will, mal gegründet worden. Und haben dann im Zuge der Professionalisierung eben einen Umfang etc. bekommen. Bei der einen ist es sehr erfolgreich, wie wir noch sehen werden. Bei der anderen ist es eher nicht so aktuell. Was ich noch ein bisschen lustig gefunden habe, denn ich musste ja tatsächlich beide Jahresabschlüsse, die Konzernjahresabschlüsse, habe ich beide durchgeguckt. Also ich glaube, Wolfsburg hat irgendwas, VW hat um die 200 Seiten, Bayer Leverkusen war jetzt auch nicht viel weniger, ne? Also sind schon zwei dicke Schinken. Da habe ich beide mal durchgescrollt, um zu finden, was da irgendwie drin steht. Bei Wolfsburg ist mir beim Durchlesen noch ein paar Sachen aufgefallen. Also der Vorstandsvorsitzende ist auch bei der Fußball GmbH im Aufsichtsrat. Was bei Wolfsburg noch so drin ist, weil ich eben so das Maul ein bisschen aufgerissen habe von wegen Redlichkeit. Also da gibt es dann zum Beispiel auch einen Aufsichtsrat, den Dr. Hussein Ali Abdullah von Gulf Investment Corporation. Das ist die große Verbindung zu Katar, die auch Volkswagen eben in sich trägt. Bayern lässt grüßen. Dann gibt es noch einen Herrn Osterloh von der Betriebsrat bei VW ist der in der Fußball GmbH. Es ist ja auch völlig okay. Das ist ja überhaupt nicht irgendwie problematisch. Der Herr Pirch aber zum Beispiel ist Aufsichtsrat bei der Volksoper in Wien. Wahrscheinlich haben sie die wegen Volkswagen dann Volksoper genannt, aber das kannst du besser beantworten, Jörg, du wohnst ja dort. Und der Dr. Porsche ist von der Schmittenhöhe Bahn AG Zell am See Aufsichtsrat. Sehr viel Österreich drin, ja. Das ist schön in Österreich, ich war auf der Schmittenhöhe schon öfter Skifahren. Also von daher muss ich dem Herrn Dr. Porsche ja danken, dass er dafür sorgt, dass man ins Skigebiet transportiert werden kann. Übrigens, so. Die reichste Familie in Österreich hat mehr Kohle wie Mateschitz. Ja. Pirsch, Porsche sind die reichsten in Österreich, mit Abstand. Ja, das liegt halt auch schlicht und einfach daran, dass die schon länger Autos bauen, als er Teddybärenpisse abfüllt. Ne? Also muss man dann halt einfach auch mal realistisch sehen an der Stelle. Also beide werden, und das konnte ich dann nachvollziehen und in den Konzernbilanzen auch nachprüfen, voll konsolidiert in den Bilanzen, also auch bei VW. Das gleiche bei Bayer 04. Hier gibt es zumindest mal zwei Halbsätze, die sie uns spendieren, nämlich dass 40 Millionen Eigenkapital bei der Stadion GmbH bestehen und 200 Millionen bei der Fußball GmbH. Ich komme gleich nochmal drauf, dass das zumindest verifizierbar war. Was noch drin steht im Konzernabschluss ist, weiterhin erbrachte der Verkauf von aktivierten Transferrechten bei der Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH einen Gewinn von 32 Millionen. Also offensichtlich ist Bayer zumindest mal in der Lage, sich eigentlich selbst zu tragen und das ein oder andere, den ein oder anderen Centbetrag bei Bayer in die Bilanz reinzuspülen. So, am Ende des Tages hat mich das jetzt dazu geführt, dass das einer gewissen Spektakularität entbehrt, weil eben nicht so viel wirklich rauszufinden ist. Das Einzige, wo ich mich bestätigt fühle, ist, das wird komplett ausgeblendet, was die beiden eigentlich machen.
Für mich gehören die damit komplett auch in diese Riege, die wir bisher besprochen haben, auch mit rein. Nicht umsonst kamen sie ja irgendwie auf Platz 4 und 5 bei der ganzen Geschichte. Und sie verschleiern letzten Endes alles, was da irgendwie passiert, komplett, indem das in die Bilanzen reinfließt. Und man muss halt mal eins ganz klar sagen. Diese Muttergesellschaften haben, sonst könnten sie, wie gesagt, diesen 264 nicht in Anspruch nehmen, die stehen für alles gerade. Das heißt, die können wirtschaften, wie sie schier Bock haben. Am Ende des Tages, wenn es über die Wupper geht, steht halt VW oder Bayer dafür gerade. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, das ist dann auch nichts anderes. Und nochmal, auch das ist rechtlich nicht angreifbar. Diese Konstruktionen sind alle okay. Aber wenn wir uns drüber unterhalten, dass es konstruierte Vereine gibt, die mit Millionen gepampert werden, dann gehören die zwei halt nun mal halt mit rein. Fertig, aus. Schräg. Dass es legal ist, finde ich überhaupt am witzigsten. Ja, ist halt so. Ja. Ja, aber ist tatsächlich so. Also was habe ich jetzt gemacht? Der eine oder die andere haben es vielleicht mitbekommen, dass diese Woche von der DFL die offiziellen Zahlen der Vereine auch verkündet worden sind. Die DFL hat da eine riesen Tabelle aufgemacht, die mit einer Lupe zumindest lesbar ist, wenn man sie sich ausdruckt, zumindest auf DIN A4. Ich war jetzt nicht so vermessen, es auf DIN A3 auszudrücken, muss ich vielleicht nochmal machen. Und ich habe mir dann jetzt einfach mal so querlesend alle Vereine hergenommen, die eben Zahlen in 2018 und 2019 bei der DFL eingemeldet haben. Also beim VfL Wolfsburg kann man konstatieren, Anlagevermögen aus Stadion und Mannschaft ist vergleichsweise relativ hoch. Das ist noch okay. Also das, was mal irgendwie an Kapital und Vermögen da ist, ist okay. In Relation haben sie mit einem 30 Millionen Eigenkapital, so verrückt das klingt, eher was Unterdurchschnittliches anzubieten. Aber das Krasse ist, und das ist halt der Punkt, wo wir dann wieder drauf kommen müssen zu sagen, hey, VW steht dafür fucking gerade, die haben Verbindlichkeiten von über 200 Millionen. Und auch da muss man halt sagen, klar, da steht halt VW dahinter. Wenn das Ding über die Wupper geht, gehen sie halt zu VW und sagen, okay, überschreibt uns dann halt einfach mal 50.000, was weiß ich, oder 400 oder was auch immer, oder gibt uns die Kohle. Also auch da sieht man wieder das Potenzial, Schulden aufzubauen oder Verbindlichkeiten aufzubauen, ist halt deutlich höher, wenn ein Potentat dahinter steht, der eine Wirtschaftskraft hat, wo sich jeder denkt, oh, scheiß drauf, solange der dafür haftet, kriegen die so viel sie wollen. 200 Millionen ist schon mal eine Hausnummer. Also wir erinnern uns, Red Bull waren es 186 Millionen vor dem Equity-Debt-Swap von 100 Millionen, ne? Also das war ungefähr die gleiche Größenordnung und da spielen sie auch in dieser Größenordnung. Vergleichsweise ist nämlich der Umsatz mit 193 Millionen, den VW, also Entschuldigung, Wolfsburg generiert hat, eher so mittel, das ist nur Platz 8. Allerdings beim Personalaufwand kracht's ordentlich. Da haben sie nämlich 131 Millionen Personalaufwand in dieser Tabelle drin und sind damit der Verein mit der dritthöchsten Personalaufwandsquote. Leck mich am Arsch. Also, dafür, absolute dafür, Zahl. Dafür bringen sie natürlich richtig wenig, wenn man sich das ja, mal überlegt, das was die es, ne? Sportlich auf die Reihe kriegen. Krass. Also deswegen finde ich es halt immer interessant, diese Nummer hier zu machen. Das hat nichts mit Profilierungssucht zu tun oder weil ich so geil finde, auf den anderen Vereinen rumzuprügeln. Aber ich glaube, es ist einfach schon mal wichtig, in diese doch immer sehr emotionale Diskussion einfach Fakten reinzubringen. Das ist auch das Feedback, was ich von vielen auch bekomme. Schöne Grüße übrigens an den Herrn Stillbauer. Danke dafür. Spannender Austausch. Es ist einfach so, die haben viel zu hohe Personalkosten und das ist auch eine der Schlagzeilen gewesen, die in Verbindung mit dieser DFL-Zahlenveröffentlichung irgendwie zusammengekommen ist. Weil das hat ihnen einen Verlust von sage und schreibe 45 Millionen Euro eingebracht. Boah, das ist auch was. Das ist ein dicker Schluck aus der Pulle. Und wer hat ihn übernommen? VW. Ist kein Test, ne? Also VW war es am Ende des Tages. Konzernmäßig mit weggeschluckt einfach. Also Ertragslage ist absolut pfui, Personal ist zu teuer und am Ende des Tages VW, Mami wird's richten, ja. Also da muss man tatsächlich sagen, da ist Wolfsburg in dieser ganzen Tabelle mit das
ungesundeste, was die Konstellation insgesamt betrifft. Bayer 04, und das muss ich dann zur Ehrenrettung auch sagen, steht da mal ganz anders da, weil die haben eine sehr starke Vermögenslage, muss man ganz klar sagen. Mit Stadion und Kader haben sie ein Anlagevermögen alleine, also ein langfristiges Vermögen von 250 Millionen. Da muss ich dann schon sagen, Hut ab, das steht sehr, sehr positiv da im gesamten Bild, was man dann so hat. Weil man einfach sagen muss, die haben ein Eigenkapital, und wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass Schalke negativ ist, also drastisch negativ, von 200 Millionen. Also ein Eigenkapital von 200 Millionen, das ist schon echt ein Wort. Ja, also offensichtlich gelingt es zumindest der Fußballsparte von Bayer, der Mutter wenigstens auch einen positiven Beitrag rüberzugeben. Wolfsburg gelingt es nicht ganz so, ja? Ganz knapp daneben. Ja, Verbindlichkeiten, 78 Millionen ist auch eine Riesenzahl, aber da kam Rasenballsport zum Beispiel nur hin, weil eben Red Bull eben mal 100 Millionen in Eigenkapital gewandelt hat. Ich erinnere daran, wer nicht, mag sich bitte Investigate Folge 1 anhören, da haben wir es sehr fein aufgedröselt. Also wie gesagt, Bayer 04, offenbar gelingt es Leverkusen deutlich besser zu wirtschaften, sind auch jahrelang natürlich in der Topgruppe. Also da siehst du auch schon, dass es möglich ist, wenn du immer in den Top 5, Top 6 spielst, wie es Bayern nun mal tut, und dadurch ins internationale Geschäft kommst, dir auch einen Puffer zu schaffen damit, ne? Also das, die wirtschaften gut, und das muss man einfach anerkennen, ist definitiv so. Und die haben einen ähnlich hohen Personalaufwand, nämlich 137 Millionen. Jetzt muss man aber auch sagen, das ist das Schöne, man kann gerade an dieser Größe die beiden gut vergleichen, weil es auf bis auf 6 Millionen identisch ist. Aber das Thema ist natürlich, warum hat denn Bayer dann so hohe Personalaufwände? Die haben natürlich Siegprämien und so weiter und Antrittsprämien international und keine Ahnung was. Das ist natürlich was anderes, ob du bei Wolfsburg 2 Jahre schon gegen den Abstieg gespielt hast. Am Ende des Tages schafft es Bayer damit, eben eine schwarze Null zu machen, fertig aus. Aber sie sind, was Eigenkapital und so weiter, grundsolide. Und das führt mich zu meiner nächsten Kategorie, solide Vereine. Und da kommt jetzt wirklich ein sehr, sehr breiter Mittelbau. Also die Vereine, wo ich mir die Zahlen angeguckt habe, im Vergleich, auch im Jahreswechsel, nicht so eine hohe Volatilität, also sprich Wechselartigkeit, dass man sagt, in einem Jahr hopp, in anderen top, so wie Schalke das macht, also Augsburg, Köln, Mainz tatsächlich, Gladbach, Paderborn, Düsseldorf, Bremen, Union, alle in ihren Größenklassen. Also natürlich ist Paderborn, Düsseldorf und Union als Aufsteiger auch, das sind sehr bescheidene Verhältnisse. Und da muss man ganz klar den Hut vor Union ziehen. Die haben zwar ein negatives Eigenkapital, aber man muss mal eins sagen, wenn ich mir deren Zahlen angucke und Umsatz und so weiter, was die aus diesen wenigen im Vergleich bitte Geld machen, ist aller Ehren wert. Also Hut ab an dieser Stelle. Sehr, sehr gut gemacht. Gar keine Frage. Gladbach natürlich. Auch ein solider Verein, aber in der Größenordnung, die natürlich mehr Stellen hat. Ja. Also alleine was Umsatz und so weiter betrifft, gibt es eine ganze Stelle mehr in Millionen. Das ist schon mal ein Riesending. Aber tatsächlich auch Köln, die ja eher immer sehr als unruhiger Verein rüberkommen, hat eine hochstabile wirtschaftliche Lage, wenn ich mir die DFL-Zahlen angucke. Und rausgestochen hat für mich Freiburg. Man muss sagen, die spielen jetzt seit einigen Jahren auf einem recht guten Niveau, dann zwischendurch mal international, haben grundsolide Ergebnisse, ordentliche zweistellige Millionenerträge am Ende des. Und das führt tatsächlich dazu, dass die eine exquisite Eigenkapitalausstattung haben und 75% Eigenkapitalquote. Also das heißt, 75% der Bilanzsumme ist Eigenkapital. Und da muss ich sagen, Hut ab, die scheinen wirklich, wirklich großartig zu wirtschaften. Ja, und das ist ja auch völlig unbenommen von irgendwelchen Emotionen, die man zu diesen Vereinen haben kann. Aber alle, die ich jetzt genannt habe, und das sind immerhin 2, 4, 6, 8, 9, also die halbe Tabelle, sind grundsolide am Wirtschaften und haben da auch keine großen Ausreißer dabei. So, jetzt habe ich noch letzten Endes 3 Kategorien, weil, sorry, Guys, also Red Bull, Schalke und Hoffenheim habe ich mir nicht mehr angeguckt. Alles, was ich zu den 3 sagen kann, ist alles tatsächlich, was wir in den letzten 3 Sendungen besprochen haben, steht genauso da auch drin. Also es hat sich genau bestätigt.
was die Quoten, die Zahlen, die Umsätze, die Erträge, die Gewinnabführungen und so weiter und so fort betrifft. Also, ne, wer sich bei den drei für die Details interessiert, dafür haben wir ganz eigene Tags. Hört euch das an. Das wurde durch die DFL-Zahlen einfach nur komplett bestätigt. Natürlich will ich auch mal über die SGE reden. Also auch da sehen wir recht stabile Verhältnisse, auch was die Vermögenslage angeht. Auch wenn uns das Stadion nicht gehört, seit heute haben wir ja schon drüber gesprochen, sind wir langfristiger Mieter und dürfen auch die Stadionnutzung selbst vermarkten. Eigenkapital ist mit fast 70 Millionen recht, recht gut und trotzdem nur 33%, weil wir schon recht hohe Verbindlichkeiten haben. Jetzt gehen die DFL-Zahlen nicht so drauf ein und ich habe noch keine 19er-Zahlen leider recherchieren können, aber sobald die kommen, trage ich die selbstverständlich auch nach. Wir haben recht hohe Verbindlichkeiten, wobei, was in den Verbindlichkeiten mit drin steckt mit bei den 97 Millionen, ist natürlich, wir haben Investitionen jetzt in die Digitalisierung ja angestoßen, wir haben das neue Profizentrum auf dem alten Tennisplatzgelände angestoßen, wir haben natürlich mit Sicherheit auch noch Verbindlichkeiten bei den Lieferanten, Sicherheitsdienst und so weiter und so fort, weil wir haben unfassbar viele Spiele gemacht, das wisst ihr ja, was Adi Hütter hat jetzt 104 Spiele gemacht in 2 Jahren. Oder gecoacht in 2 Jahren, das ist eine unfassbare Zahl. Und es ist auch klar, wenn du so viele Spiele machst, hast du natürlich über Zahlungsziele und so weiter stichtagsbezogen auch gerne mal natürlich dann Verbindlichkeiten drin. Auf der anderen Seite stecken auch natürlich Forderungen drin, weil du gibst ja nicht nur Geld aus, du nimmst auch Geld ein und dem stehen also entsprechend auch Vermögenswerte da gegenüber. Wir haben tatsächlich einen Umsatz gemacht von 300 Millionen in dieser Tabelle. Wobei eine Gesamtleistung von 300 Millionen und da sind wir allen Ernstes Platz 3. Aber auch das ist nur bedingt verwunderlich, weil wenn man guckt, wie viele Spiele wir gemacht haben, klar, jedes Mal, wenn wir die Bude voll machen mit 40.000, 50.000 Leuten, kommt natürlich richtig Kohle rüber und das pusht den Umsatz natürlich schon, weil das steckt ja in keinen Dauerkarten drin. DFB-Pokal wieder weit gekommen. Du bist international unterwegs gewesen, bis im Halbfinale letztes Jahr, dieses Jahr steht noch aus. Da bist du natürlich auch auf der Einnahmenseite gut mit dabei. Personal ist entsprechend auch hoch. Klar, Antrittsprämien habe ich eben bei Leverkusen auch schon gesagt. Natürlich auch Erfolgsprämien. Überleg mal, wie viele Spiele wir letztes Jahr in der Europapokalsaison gewonnen haben. 2018, 2019 ist völlig klar. Da kommt ein bisschen was mit. Aber nochmal in Relation. Ne? Wie erfolgreich wir waren. 93 Millionen Personalaufwand versus 131 bei Wolfsburg. Also nur, um es immer mal wieder in Relation zu setzen. Ja? Überschuss. Jetzt kommt's, 36 Millionen und damit sind wir hinter Bayern in 2019 Platz 2, was den Überschuss anbetrifft. Das heißt, wir machen daraus auch was. Gute Arbeit. Ja, muss man sagen. Also, ja absolut. Ist schon alles ganz ordentlich. Nochmal, ich nehme mir die SGE-Zahlen natürlich auch vor, wenn ich dann die Bilanz 2019 auch mal mehr im Detail betrachten kann. Und dann gehe ich auch da auf die Parameter ein. Ich will mich ja hier nicht vorwerfen lassen, ich werde da voreingenommen. Jetzt kommen die zwei Klassenprimusse noch. Gebt mir die 2 Minuten noch. Yes. Jetzt kommen Zahlen, da wird es Höschen feucht. Wirklich, das ist unfassbar. Ich nehme erstmal Dortmund, ne, als Vizemeister. Die haben alleine Vermögen, Stadion, Kader von 370 Millionen. Das ist eine unfassbare Zahl, weil das Ganze nämlich finanziert ist über ein Eigenkapital von 355 Millionen Euro Eigenkapital. Das sind 70% der Bilanzsumme. Hat einer von euch irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Was ist denn das Eigenkapital von Dortmund? Okay, das ist jetzt gemein, sorry. Was ist denn Dortmund? Dortmund ist ein börsennotiertes Unternehmen. Dortmund ist eine Aktiengesellschaft. Das ist eine AG, exakt. Das heißt, das Eigenkapital haben die natürlich durch Börsengänge auch einkassiert. Das ist Aktienkapital. Und damit haben die sich aber mit diesem Konstrukt eine Finanzbasis geschaffen, die ist unfassbar. Und dann muss man halt sagen, ganz ehrlich, dann ist meine Erwartungshaltung aber auch, dass die gefälligst da oben mitzuspielen haben bei diesen Werten. Weil die Verbindlichkeiten sind jetzt vergleichsweise also mit 115 Millionen überschaubar. Da muss man auch ganz klar sagen, auch hier, genau wie bei uns, viele Spieltage international etc.
Die machen fast 500 Millionen Umsatz, 476 Millionen Euro. Und danach kommt, wie gesagt, die SGE mit 300 und danach dann nochmal eben Leipzig. Personalaufwand ist nochmal exorbitant höher, nämlich 205 Millionen Personalaufwand. Einen Fitnesstrainer haben sie aber jetzt weniger zu bezahlen, weil der ist ja gerade zur Eintracht gewechselt. Also das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, haben wir Dortmund geholfen und sie ein bisschen entlastet. Aber jetzt nochmal, ne, aus dem Gesagten wieder. Sorry, hoffe nicht zu langatmig, aber 200 Millionen Personalaufwand, das musst du ja mal reinziehen. Wolfsburg 131, 137 bei Bayer, 93 Millionen bei der Eintracht. 205 Millionen Personalkosten bei Dortmund. Das ist ordentlich. Und erwirtschaften daraus aber lediglich einen Überschuss von 17,4 Millionen. Also das ist schon alles sehr intensiv und ich glaube, was man daraus schon ableiten kann, und das werden wir gleich natürlich bei den Bayern noch intensiver sehen, um diesen Erfolg zu haben, brauchst du Spieler, die gut sind. Und Spieler, die gut sind, die machen das halt nicht für ein Frühstück. Und dann ist auch klar, wo solche Zahlen dann halt herkommen. Und jetzt sage ich euch was, alle Zahlen, die ich euch gerade gesagt habe, sind Pillepalle gegen die Bayern. Jetzt kommen wirklich Superlative. Vermögen 465 Millionen. Auch denen gehört das Stadion. Auch die haben natürlich einen Kader mit Spielerwerten, Transferwerten, die sind unfassbar. Da schlackerst du mit den Ohren. Forderungen. Uli, Forderungen 260 Millionen an Forderungen. Wahrscheinlich aber auch Sponsorengelder, weiß ich nicht was alles. Und jetzt kommt's. Eigenkapital. Es ist kein börsennotiertes Unternehmen. Schätzt mal bitte, wenn ihr nicht in die Zahlen irgendwie geguckt habt, die ich euch ein bisschen vorher geleakt habe. Also, ne, Jörg, ich glaube, du bist dann raus. Ja. Wie viel Eigenkapital in Millionen Euro haben die Bayern? Keine Ahnung. Sag eine Zahl. Millionen. Jetzt? Bitte? Millionen ist ein bisschen arg. Mule? Ich hab keine Ahnung. Du hast auch geloonst. Mule habe ich jetzt wahrscheinlich in Schlaf gelabert. Der ist gerade bei seinem Ich bin noch da. Ich überlege gerade. Eine halbe Milliarde. 500 Millionen Euro Eigenkapital. Und die Bayern sind kein börsennotiertes Unternehmen. Da siehst du einfach, auf welchem Niveau die seit Jahrzehnten im Grunde spielen und wie sich das auszahlt. Alleine Fernsehgelder. Alleine Transfereinnahmen, alleine Sponsoring von Audi, von Telekom, von keine Ahnung was. Die haben ein Eigenkapital von 500 fucking Millionen und eine eine Quote zur Bilanzsumme von 70%. Das ist schon krass. Genau. Und auch wenn keiner den Hoeneß leiden kann, und ich kann auch nicht leiden, und es ist ein Arschloch, aber es ist eines der besten Manager, den es in der Fußballbranche gibt, da muss man ehrlich sein. Der hat es schon. Ja, aber jetzt muss. Ja, Puffy, ich gebe dir insofern recht, aber ganz ehrlich, bei so einem Konstrukt ist es auch leichter, ne? Natürlich ist es leichter, aber du musst natürlich das auch erstmal halten. Das ist ja schon eine gewisse Ebene, wo die sind. Und da ist es ja nicht mitgetan, dass du einfach mal ganz kurz hier mal, sondern das ist absolut. Auf dem Level geht halt nur, kriegst du die Sponsoren auch nur, weil du halt auf diesem Level gefühlt halt immer mit einem Dauerabo auf 8 Follow-up-Consecutive-Meisterschaften irgendwie spielst, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das Problem ist bei denen halt, wenn die jetzt einmal oder sowas nicht in die Champions League, sondern in die Euroleague kommen, dann wackelt halt der ganze Turm auf einmal. Mhm. Und zwar wackelt er auch deswegen, weil die haben einen Umsatz, haltet euch fest, von 714 Millionen Euro. Hoho. 714 Millionen Euro Umsatz. Und aber, und jetzt kommt's, die Hälfte davon geben sie für Personal aus. Die haben 356 Millionen Personalaufwand. Nochmal, Eintracht 93, Wolfsburg und Bayer 04 130, 137 Millionen. Dortmund 200 Millionen, Bayern 356 Millionen Personalaufwand. Brutal. Das ist mehr Personalaufwand, als wir Umsatz haben. Und wir sind nochmal die Nummer 3 oder sowas. Ach, den Spaß müssen wir jetzt mal gucken. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich guck mal. Ach Gott, das kann ja kein Schwein lesen, so klein wie die Zahlen sind bei meinem schummerigen Licht hier. Umsatz von Paderborn. Muss ich mal gucken. Gott, das kann ja keine Sau 52.000 Euro.
Es ist ein bisschen mehr als das. Ach, guck mal, mein Handy hat eine Taschenlampe. So, ich sag euch mal, Union Berlin, Umsatz 60 Millionen, Düsseldorf 70 Millionen, Freiburg 90 Millionen, Paderborn 26 Millionen. Da bleibt dann keine Frage mehr offen und dann weißt du auch, das ist, man ja, kann ja von das ist ja das Benzingeld vom Koman. Ja, da, kann, da kannst du zwei Schnitzel dafür kaufen. Du kannst von Herbert Bruchhagen halten, was du willst. Aber eins hat er recht gehabt. Auf Jahre hin ist die Liga ein Stück weit zementiert, was die Aufteilung betrifft. Weil alleine, wie gesagt, durch die Staffelung der Fernsehgelder, und das erklärt nochmal unsere Diskussion von letzter Woche über hinsichtlich der Verteilung, das ist einfach so. Das gute Geld kommt dem noch hinterhergeflogen. Und durch die Kohle können sie natürlich auf dem Level spielen. Was erzeugt das wieder? Neue Kohle und mehr Umsatz und mehr Fernsehgeld und so weiter. Das ist für die eine Aufwärtsspirale, für kleine Vereine eine Abwärtsspirale. Nochmal, das hat heute, Paderborn macht einen Umsatz von 27 Millionen. Das hat heute jemand in der Pressekonferenz in Freddy auch gefragt, ob er das auch sieht, dass die Schere immer weiter auseinander geht. Und er sagt auch, das wird weiter voranschreiten. Die Abstände zwischen oben und unten werden immer größer werden. Null Illusion. Ist so. Und die Bayern machen einen Überschuss aus diesen ganzen Riesenzahlen, die ich euch gerade gesagt habe, von 53 Millionen Euro. Bleiben davon hängen. Das musst du dir mal reinfahren. Die machen doppelt so viel Gewinn wie Paderborn Umsatz. Und dann weißt du, warum Paderborn ganz unten steht und die Bayern ganz oben stehen. Krass. Die machen 30 Mal so viel Umsatz wie Paderborn. 30 Mal. Da muss man schon sagen, echt, da ziehe ich meinen Hut vor dem, was Paderborn abzieht. Und ich sag's nochmal, ich ziehe dann auch meinen Hut vor dem, was Freiburg hier wirklich ganz sauber, ordentlich, unaufgeregt tut. Was die mit dem überschaubaren Geld machen, was die eben einnehmen und wie sie trotzdem Jahr für Jahr ordentlich abschneiden, wenn du dann siehst, dass es, und das war ja unser Aufhänger, das schließt der Kreis und dann eben auch meine Rede, dass Wolfsburg nicht auf die Kohle achten muss, weil drauf geschissen. Gut, Leverkusen macht sauber, kannst halt nicht reingucken, aber jetzt zählen wir mal zusammen. Bayern ist einfach komplett aus der Liga, weil die schon über sehr, sehr viele Jahre halt einfach auf dem Level spielen. Dortmund ist börsennotiert, Hoffenheim ist raus, Leipzig ist raus, Wolfsburg ist raus, damit ist Bayern 04 Leverkusen raus durch die Vollkonsolidierung. Die haben keine Risiken, das läuft halt einfach. Die Hertha ist jetzt raus durch ihr Windhorst-Konstrukt. Heute haben sie bekannt gegeben, ich glaube 150 weitere Millionen werden reingepumpt. Das ist raus. Das musst du dir halt mal reinziehen. Und dann brauchst du dich nicht zu fragen, ob die Schere auseinandergeht. Das passiert schon. Ist einfach so. So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch wieder unfassbar lange vollgelabert. Das war jetzt wirklich mal so ein Abriss über die ganze Liga. Ich glaube, was ich spannend fände, ist, einfach mal, also wenn ich jetzt noch zu weiteren Bundesligisten mal ins Detail gehen würde, ich würde mir echt gern die Bayern mal, glaube ich, angucken, da mal ein bisschen mehr ins Detail reingehen und oder Dortmund. Also ich glaube, das sind die nächsten beiden, die ich mir schon mal angucke, weil ich glaube, die Schere haben wir jetzt relativ gut gesehen. Wer kann nicht so richtig mit Geld umgehen? Bei wem fliegt es halt einfach nur so in hunderten Millionen rein? Ich würde jetzt mal Dortmund und Bayern als Nächste in Angriff nehmen. Ja, freut man schon drauf, auf jeden Fall. Sehr, sehr geil, Frank. Echt, ist immer wieder schön, dir zuzuhören, ey, ehrlich. So, Mule, du kannst wieder aufstehen. Bin auch wach. Mule bin ist wach. Der Chat fordert gerade den HSV. Ja, der HSV wäre auch interessant. Den müssten wir auch mal irgendwann angucken. Aber es ist Bundesligisten. Dann wird das in den nächsten 10 Jahren nichts mehr mit dem HSV. Ja, wahrscheinlich nicht. Na, aber es ist schon krass, was manche Vereine einfach machen können gegenüber anderen Vereinen, wo du als Eintracht Frankfurt oder als Freiburg oder als stinknormaler Verein einfach keine Chancen hast, dieses jemals zu erreichen. Das ist krass. Keine unfair. Chance. Das ist krass. Dann machst du überhaupt gar nichts. Das ist nochmal, du brauchst ja wirklich nur den kleinsten zu nehmen, 27 Millionen Paderborn, und setzt es mit irgendeiner Zahl in Relation. Da platzt dir der Kopf.
Es ist einfach so. Super. Schräg, schräg, ja, schräg. Schönes ja. Ding. Ja, wie also, das mit der Chancengleichheit in der Bundesliga? Naja. Hamburg nehme ich mir auch vor. Ich nehme mir auch Hannover noch vor, wo ja ein bisschen so die Kindsche Palastrevolution erstmal gekippt worden ist. Er versucht es ja jetzt dank Corona doch immer mal wieder irgendwie einen Peak reinzusetzen, der Herr Kind. Aber ich würde jetzt sagen, wir runden die Bundesliga nochmal ab mit Dortmund und Bayern und dann kann ich gerne auch mal in andere Ligen dann nochmal gucken. Und ja, definitiv. Wir gucken uns dann, glaube ich, in der zweiten Liga zuerst mal den HSV an, um zu gucken, warum die trotz von Kühne Millionen, die ja jetzt auf der Kippe stehen, was man hört, warum die da einfach es nicht auf die Kette kriegen und gucken uns die Zahlen alle mal an. Weil die genauso kack geführt sind wie Wolfsburg, nur dass Wolfsburg da in dem scheiß Konglomerat drin hängt und nichts offenlegen muss. Und alles von Vollway bezahlt bekommt, im Gegensatz zu wahrscheinlich im HSV, wo der Kühne jetzt langsam sagt, so jetzt reicht's mal, Jungs. Aber kack geführt sind sie beide. Naja. Ja, vielen Dank für diese Zahlenkolonne. Also. Ja, sorry. Schon ist eine sehr trockene Materie. I'm truly sorry. Ja, aber krass. Ich meine, mich am Arsch. Nee, danke. Sicher nicht. Ach komm, es ist schon relativ spät. Das ganze Ding werden wir natürlich wieder standalone zur Verfügung stellen. Die Patreon Unterstützer kriegen das Ganze dann in den Podcatcher und für den Rest dann auf YouTube. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr da draußen vielleicht dazu noch sagt oder wenn ihr Fragen habt oder irgendwas nicht verstanden habt, schreibt uns an oder schreibt den Frank gerne auf Twitter auch direkt an, der wird euch mit Sicherheit die eine oder andere Frage beantworten können. Ja, wenn ich es kann. Yes. Wenn ich es kann. Nichts Justiziables werde ich äußern. Nein, passt schon, alles gut. Wenn ihr was wissen wollt, dann fragt gerne. Ja, das war die Folge Adler Podcast Investigation Nummer 4. Wenn du mehr davon hören willst, was zum Beispiel bei Schalke abgeht, Hoffenheim oder Rasenballsport Leipzig, schau auf unsere Webseite www.adler-podcast.net und hör dir die anderen Folgen auch an. Dort findest du auch die Möglichkeit, wie du uns unterstützen kannst. Und natürlich auch alle anderen kompletten Folgen, die wir bis jetzt rausgehauen haben. Das ist jetzt ein Teil von der aktuellen Folge 054, Deutsche Parkbank und die Eintracht steigt auf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, liken, sharen und uns empfehlen. Bis dann.